Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastic.de. Ich bin Raphael und ich habe heute ein neues Video von FIFA 16 Ultimate Team für euch, aber heute wieder ein besonderes, nämlich ein kleines Pack-Opening, was heißt klein? Wir werden heute mal ein paar Legend-Packs öffnen, wir haben noch den Bundle-Topper, haben jetzt mal für 45 Euro hier Points geholt, 5800 irgendwie, 4500 kosten diese Legend-Packs hier und wir opfern zuerst mal den Topper, das Topper-Pack und schauen mal, was da so Schickes drin ist. Legend Badge haben wir da, dann Top Game of the Week und das sind eben die ganzen Sachen, die man hier kriegt. Die sind natürlich schon viel wert, so ein Legend Badge kostet so 20.000 ungefähr. Das heißt, wir haben da schon ein bisschen Geld wieder reinbekommen, um unser Spieler dann zu verbessern. Aber ich bin gespannt, was wir als nächstes in den Packs noch so ziehen werden. Das wird auf jeden Fall richtig interessant. So, und jetzt öffnen wir mal die Legend Packs. Ich bin gespannt, was wir hier kriegen. Jimmy Ward, Chef, das ist da. Und dann ein Elite. Man Green, 2001. Okay, kein Elite-Spieler. Aber wir haben hier mit Brown einen Team-of-the-Week-Spieler oder so bekommen. 81er. Ansonsten hier nichts Besonderes drin gewesen, leider, in diesem Pack. Ein Legend-Collectible, beziehungsweise ein Elite-Collectible haben wir erhalten. Hier ist der Center. Defensive Tackle, Tight End. Ah, was haben wir hier? Das gibt auch wieder so ein bisschen Geld. Right End Cliff Avril. Okay, dann haben wir hier Melton als Defensive Tackle, ein paar 80er. Auch hier noch ein Teil und ein Center, also ein paar 80er waren dabei. Dann haben wir das Top Game Week 14 Legend Bundle Dingens Bummens geholt. Auch das ist in Ordnung, das bringt immer noch so 10.000 mindestens normal die Dinge. Also insofern geht das auf jeden Fall klar. Hier nochmal ein Legend Badge. Wie gesagt, ungefähr 20.000 im Wert. 84er Wide Receiver Jordan Matthews, also auf jeden Fall ein guter Spieler, würde ich behaupten. Right Outside Linebacker, Left End und dann nochmal ein Right Outside Linebacker hier. Paris Harrelson auch in Ordnung. Was haben wir hier Schönes? Das Legend Badge. Also wie gesagt, das werden wir nachher auf jeden Fall dann verkaufen und dann schauen, was wir Schickes kriegen. Nochmal ein Legend Badge. Das sind 100.000, die da locker zusammenkommen wieder. Ryan Schrader. Bekommen einen guten Running Back mit Ryan Matthews. Brinkley, komm schon, aber einen guten Spieler werden wir auch wohl irgendwo noch ziehen. Aha, Right Tackle Ryan Schrader. Also wir haben hier viele Ryans in diesem Pack gehabt. Das Ryan Pack sozusagen. Es ist bitter, es ist bitter. Erster Spieler Running Back Steven Jackson. Komm schon, der Elite, hier muss ein Elite-Spieler sein. Komm schon. 75er Melvin Gordon, 81er Left Tackle, Tight End. Und jetzt bitte, bitte, bitte. Ah, Top Game Week 12. Ah, ich will einen Spieler, ich will einen Elite-Spieler. Ist das denn so schwer? Ist das denn so schwer? Bitte, bitte, Leute. Ja! Robert Quinn, 88er Ryden, sehr geil. Wird zwar schon wahrscheinlich nicht so teuer sein, aber egal. 88er Ryden gezogen, wunderbar. Und noch einen, jawohl. Hier noch eine Legend Pack bekommen. Wir haben also einen Elite-Spieler hier und das Legend Pack erhalten in diesem Päckchen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und das ist, gefällt mir, das gefällt mir wirklich. Sehr gut. Wir haben jetzt noch 1300 Points übrig. Davon können wir uns auf jeden Fall noch ein Legend Pack holen. Beste, beste. Und dann können wir zur Not noch den Rest auffrischen. Ah, Legend Badge. Gibt's doch wohl nicht. Ah, warum immer Legend Badges? Komm schon, komm schon. Mit der Nase mache ich's jetzt auf. Boom, boom. Right Guard, 82er Kai Long. Ah, 77er Right End. Och, komm schon. Komm schon, Mann. Das Letzte. Komm, bitte. Bitte, bitte. Nein, Left Tackle. Nein. Nein, Leute. Nein. Wir werden 100.000 Münzen locker zusammenkriegen nach diesem Pack-Opening und dann seid ihr wieder gefragt.
Das ging jetzt natürlich schnell rum, das Pack-Opening, muss man auf jeden Fall sagen. Danach seid ihr wieder gefragt. Ich bin gespannt. Ihr sollt nämlich ein paar Leute sagen, die wir uns für unseren 91er Murray Cooper. Ich habe euch jetzt schon so oft gefragt, was sollen wir holen? Und so selten hat es doch leider auch bisher geklappt, dass wir uns wirklich jemanden geholt haben. Aber deswegen haben wir jetzt wieder ein bisschen Geld erhalten, damit wir genau das eben tun können. Ihr seid gefragt, wen wollt ihr haben? Sollen wir den Right End vielleicht sogar nehmen, 88er? Der ist besser als der Casey, zumindest also vom Overall her. Das wäre vielleicht was. Ansonsten seht ihr hier genau das Team. Und ihr sagt mir jetzt, was wir von ungefähr 150.000, die wir haben werden, vielleicht auch ein bisschen mehr holen sollen. Das heißt, ihr könnt auch sagen, wir verkaufen jetzt Finneran für, weiß ich nicht, 100.000 und dann haben wir 250.000 für einen anderen Wide Receiver. Das dürft ihr euch gerne aussuchen. Oder ein Quarterback. Ihr wollt einen geilen Quarterback, sagt mir Bescheid, welchen ihr sehen wollt und dann werden wir das hier machen. Das gab es jetzt heute einfach mal so als Ultimate Team zwischendurch. Ich hoffe, es gefällt euch auf jeden Fall. Würde mich riesig freuen, wenn es euch gefallen hat. Und einen Daumen nach oben. Na, so viel Packluck gab es ja bisher gar nicht. Zumindest nicht in dieser Folge. Wir hatten schon richtig, richtig krasse Packs dieses Jahr. Also checkt auf jeden Fall die anderen Pack-Openings aus. Die Playlist haben wir euch unten verlinkt. Da waren richtig, richtig geile Packs dabei. Und ich wünsche euch auf jeden Fall morgen einen super schönen 4. Advent. Und nächste Woche, bevor dann Weihnachten ist, geht's nochmal los mit dem Rankdraft. Geht's dann weiter. Es werden vielleicht auch noch so ein paar extra Videos jetzt über die Feiertage erscheinen. Und ja, bald stehen die 10.000 Abonnenten an. Auch da werden wir uns irgendwas überlegen müssen. Ich bedanke mich auf jeden Fall krass bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTastical HD.